Ja, jetzt habe ich wie viel? 7. Immer 7 davon. Benzol, Acton. Ich brauche aber das andere. Das andere. Das hier brauche ich. Wo ist dieses P? Reparatur? Ach, hier. 7, 8. Und da brauche ich. Dann mache ich mal jetzt ins Auto. Ich muss das mal nachschauen. Hä? Geht das jetzt nicht? Achso. Hallo? Hä? Komisch. Hä? Komisch. Wir machen noch eine. Geht vielleicht nicht hier irgendwie. So. Nichts wird auch hier auch nicht, Alter. Voll Yakuza. Aber schon weiß. Das kenne ich noch nicht, das ist neu. Sind wir zurück. Ah, schön. Kann man sogar Autos kaufen. So. Kann man nochmal tanken vielleicht? Oh, das sieht gut aus. Perfekt. Nice. Jupi, jetzt fahren wir noch eine vor und dann fahren wir nochmal zum Mr. Beppo. Oder fahren wir jetzt gleich zum. Das wird nicht reichen. Ich kann nochmal gucken, ob das reicht. Wir brauchen davon noch welche. Geht's jetzt? Hä? Geht nicht. Warum kann ich das nicht mehr machen? Mir vielleicht? Komisch. Hä? Komisch. Dann halt nicht. Dann machen wir noch eine Fuhre. Tja. Müssen wir noch einmal fahren. Bestimmt. Und dann müssen wir da drauf drücken und sagen, machen wir was. So, da müssen wir nochmal zurückfahren. Wir reparieren es aber erstmal. Ich hab keinen Bock, dass die Karre uns. Motor erstmal aus, vergesse ich immer irgendwie. So. Reparier Karre, kann ich kurz was trinken? Jetzt mal. Mal kurz. Autofahrzeug repariert. Halt. Motor an. Ich weiß gar nicht, warum ich immer Q drücke. Okay. Gut. Ja. Gib Gas. So. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist aus Arma 3 von früher. Da habe ich immer Q gedrückt. Ich glaube, das war auch früher so bei Arma 3. Weil ich das kenne, es war auch so eine Art, das ist genau fast dasselbe, nur geht ja. Aber es ist ein bisschen cooler, geht ja, finde ich, als einmal 3. Ja. Habe ich auch früher mal übelst gesuchtet und auch Let's Play, oder der Kanal wurde gelöscht oder ist nicht mehr aktiv, keine Ahnung. Ist auch egal. Ja, wie gesagt, das ist echt lustig hier, ne? So, da können wir mal eine Runde quatschen jetzt hier so. Wir haben ja gerade, fahren ja gerade ein bisschen, da quatschen ein bisschen über irgendwelche Themen. Wenn ihr Bock habt, das ist jetzt sowieso nicht so. Nehmt euch ein Fresspaket, nehmt euch zurück und ich fahre hier in einer Ruhe und ich erzähle wieder ein bisschen was. Einfach zuhören. Ja, Leute, also. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das Spiel GTA eigentlich ganz gut. Es ist einer der wenigsten Spiele, die wirklich richtig gut durchprogrammiert sind oder auch wirklich viel Zeit Entwicklung gesteckt wurde. Und man merkt es halt wirklich. Nicht wie heute, raushauen, halbfertige Spiele. Okay. Und, ja, ich fährt mit dem Fahrrad hierher gefahren, Alter, voll weit. Alter, der hat aber lange, Alter, der hat aber voll lange, Alter. Und ja, ich finde es echt cool.
dass es das gibt und dass es auch so die Möglichkeit ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin echt froh, dass ich jetzt so gutes Internet habe. Was hier ist gut, es ist okay, es ist ausbaufähig. Aber ich glaube, in den nächsten 2 Jahren wird sich das noch verbessern. Ich weiß noch früher, ganz früher, da habe ich echt da gehangen mit 1 MB. Und da habe ich halt dann wirklich ja, fast ewig gewartet mit Download. Da ging echt fast gar nichts. Ich hoffe, ihr hört mich noch so. Besser das Mikrofon ein bisschen. Ja. Und ja, ich weiß auch nicht, es waren echt Zeiten damals. Ich hatte früher mit USTM-Stick oder mit diesem 3G-Stick da mir gekauft. So ein Internet-Stick ist das, wer das nicht kennt, das sind solche Sticks, wo man eine SIM-Karte reinstecken kann, da kann man halt surfen. Und ja, es waren andere Zeiten und ich war auch früher, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon übel lange her, ich glaube, bestimmt 10 Jahre. Nee, es dürfte schon länger her sein. Boah, wie die Zeit vergeht, boah, ich bin alt. Es ist schon ewig lange her, Leute, aber ich habe damals halt also begonnen und viele kennen das wohl gar nicht, die Jüngeren kennen das ja gar nicht, kennt ja nur LTE. Manche kennen vielleicht noch 3G, aber dann hört es auch schon auf. Ich kenne sogar noch ISDN. ISDN ist halt, ja, das ist halt, ISDN ist halt, das sind 0,364 Kilobyte pro Sekunde. Also, es ist sehr wenig, nicht mal ein MB. MB liegt bei 1000 Kilobyte, hat in 1 MB und, ja. Fängt man gar nicht mehr an zu rechnen, man rechnet heute nur noch im MB, beziehungsweise in fast nur in Gigabyte oder irgendwann in vielleicht nur noch in Terabyte, weil die Programme sind so groß, wer hat schon Bock zu sagen, ich habe 1000 Gigabyte in einem Spiel gedownloadet, ich habe schon 1 Terabyte mir gedownloadet, jetzt ist ein Beispiel, vor allem GTA ist zum Beispiel ganze 72 Gigabyte groß bei Steam, also ist riesengroß, ist eine ganz große Datei und ich hatte mehrere Tage, als ich alles download, das ist mehrere Tage, hat ein paar Stunden gedauert. Man merkt mal schon, dass dann die Internetleitung wirklich an die Knie geht oder in die Knie geht und ja, das ist halt das, was ich halt extrem krass finde eigentlich, ja, wenn man so überlegt, vor ein paar Jahren noch, ja. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, in Deutschland ist generell relativ schlecht. Wie gesagt, was? Ja, wir sind zwar eine Industrienation, aber haben sehr, sehr großen Nachholbedarf im Internet, also nicht nur Mobilfunk, auch DSL. Und viele Länder haben das gar nicht, was wir haben in Deutschland. Also wir haben ja ein zweischneidiges Schwert, einmal ein DSL wird ausgebaut in Deutschland und einmal der Funk. Nein! Nein, was habe ich getan? Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Ja. Erst repariert, jetzt ist die Karre schon mal kaputt. Durch die Scheiße gefahren. Boah, ich weiß auch nicht, warum ich die Taste gedrückt habe, weiß ich auch nicht. Ist auch egal, auf jeden Fall. Am anderen Leiter das ist ganz anders. Die haben ein ganz anderes Netz aufgebaut. Die bauen nur Mobilfunk. Oder haben wenig DSL-Leitungen zur Verfügung. Amerika macht das genauso wie wir. Die haben auch so ein duales System, hat natürlich den Nachteil, es hängt alles ewig daher und es dauert relativ lange. Gute Amerikaner sind ein bisschen fixer bei uns. Also die Städte haben alle schnelles Internet, aber ländlich gesehen ist eine Katastrophe. In Deutschland übrigens ist genau dasselbe. Also ländliche Städte. Wenn ich zu meinen Eltern fahre, ich wohne jetzt woanders, logisch, ich wohne alleine, also mit Freunden, pipapo zusammen, kennt ihr ja bestimmt und so. Und zu meinen Eltern nehme ich immer alles mit, Router und Internet, damit ich halt da ein bisschen was angucken kann, mir Netflix zum Beispiel gucken kann. Und ja, deshalb ist es mir schon sehr, ist es traurig, also wir haben gerade mal dort nur, ich glaube, mobil kommen 16 Mbit an im Durchschnitt und Kabel haben sie nicht. Gibt es dort einfach nicht, jetzt ist es momentan nicht verfügbar oder wenn ganz wenig und ja, die haben da auch dieses Problem, wenn die halt surfen wollen oder so, da kann immer nur einer surfen, maximal zwei, weil dann wird die Internetgeschwindigkeit so langsam, dass es dann halt Videos oder so nur noch in 63p oder sogar nur noch kriegen, also 144p, das kriegen sie bei YouTube, wird wahrscheinlich irgendwann auch mal abgeschafft werden bei YouTube, weil viele oder der Standard wächst immer höher, ich denke mal, irgendwann braucht man dann keine 444p. Aber in Deutschland ist es, glaube ich, das gibt es schon ewig 445p und es wird immer noch genutzt. Also ich gucke zum Beispiel mobil, ich habe ja zum Beispiel kein Internet, also Datenvolumen habe ich ja nicht mehr, gibt es ja nicht mehr. Ich zahle natürlich viel Geld für diesen Tarif, aber das brauche ich auch beruflich und sowas und ja, ist mir egal. Wie gesagt,
Ja, wie gesagt, ich habe halt das Glück, dass ich jetzt